Hier, das muss ich zeigen. Das ist doch ein total hübsches Haus. Also, wenn ich hier herumspaziere, dann fühle ich mich immer total wohl. Da hinten. Hier habe ich gerade so ein Glashaus gesehen. Und dann denke ich an Griechenland. Es gibt so viele schöne Orte auf der Welt, wenn man nur Ruhe sucht und sowieso an einem Ort kein Geld verdienen kann, weil man dort gar keine Arbeit bekommt. Und ich sowieso nur schreibe, Autorin bin. Dann kann ich ja auch egal wo sein auf der Welt, dann könnte ich mich frei machen. Und diesen Chotongo in meinem Liebeswahn. Es ist irgendwie so, als wenn wir uns beide aneinander gekettet haben und irgendwie nicht loslassen können. Und ja, die Frage ist, wie ich mich lösen kann. Was ich tun muss, um das Band zu zerreißen. Vielleicht sollte ich meine Kräfte und meine Selbstheilungskräfte nutzen jetzt, um mich zu verabschieden. Wie immer, wenn ich hier bin, auch über Abschied am Ende. Und dann komme ich wieder hier an und habe das Gefühl, hier bin ich angekommen. Hier will ich noch mit meinen Enkelkindern spazieren gehen. Bisschen wie im Iran. Da hatte ich auch dieses Gefühl, wenn dieses Video dann nicht so kompliziert gewesen wäre. Oh. Und dann. Ja, diese Geschichte von Südtirol ist schon sehr speziell. Aber hier ist es, glaube ich, nicht anders. Wenn man eindringt hier in die Welt, das ist auch so wie in Paraty. Wenn man irgendwo plötzlich zu Hause ist und dann eindringt in die Sorgen und Probleme der Leute vor Ort, dann ist es überall auf der Welt so, dass man dann Abgrenzung und Ablehnung erfährt, dass die Leute einen nur mögen, wie mein Vater sagt, wenn man Geld mitbringt, wenn man famous ist. Aber auch dann ist man vielleicht einsam und allein. Dieses Alleinsein ist schon ein großes Thema. Viele Menschen sind so allein. Jedenfalls hier ist es sehr schön. Ich hoffe, ich habe einen schönen Sommer. Das habe ich jetzt, brauche ich jetzt mal so richtig.